Louis und ich haben gestern 4 Stunden lang Videos aufgenommen und ich habe erst ein Schritt bemerkt, dass die meisten meiner Videos total am Längen sind. Das ist die einzige Folge, die ich retten konnte. Deshalb dürft ihr euch nicht wundern, wenn ich ab und zu mal sage, dass das die 5. Folge ist und wir schon 4 Stunden lang aufgenommen haben. Huh, Digga, das war Double Time. Tschüss. Nice, Leute, ich bin's mal wieder, euer Toxic. Und ich meine zurück mit einem erneuten Video. Ist natürlich logisch, wieder Fortnite. Was auch sonst, Leute, ihr kennt's. Fortnite ist am Start. Louis ist natürlich auch wieder am Start. Spooky 13.4, was geht ab, Digga? Jo, was geht, Digga? Wir sind 10. geworden am 4. Tag. Das heißt, jetzt werden wir am 5. Tag 5. Genau. Das ist eine Ansage, oder? Das ist eine Ansage, Leute. Wenn wir nicht 5. Platz werden, dann... Dann verlose ich Louis seinen Kanal. Let's go. Oh. So, Leute. Wir haben uns gerade was überlegt. In der 5. Folge muss natürlich die Standardzone wieder am Start sein. Louis hat gerade schon gesagt, er hat Schiss, weil alle da sind. Aber juckt mich einfach nicht. Da sind halt echt alle. Ja. Ich gehe jetzt raus und mich da. Ich bin auch jetzt schon rausgesprungen. Du dein Haus und ich mein Haus oder beide mein Haus? Oder beide dein Haus? Oh, beide, keine Ahnung. Ja, guck mal, hier sind echt viele. Ja, ich guck jetzt gerade mal. Ich gehe mein Haus zu deinem. Ja, ich sehe zwei Leute. Ich sehe nur, drei sehe ich. Vier. Okay, hier sind echt ein paar. Oh, hier oben ist keine Truhe, scheiße. Ja, dann, wir gehen auf das 3. Haus, wo wir beide noch nicht gelandet sind. Nein, ich bin schon. Boah, wo bist du schon? Bei meinem Haus. Ja, okay, dann, ich bin bei meinem Haus gelandet. Boah, Digga, bitte nicht sterben. Oh, der ist runtergegangen. Bei mir sind welche. Ja, Digga, ich muss erst wieder runterbauen. Versteck dich zur Not, wenn du keine Waffe hast, ich komm direkt rüber. Die hat eine Hake, das ist unfair. Ich hab eine blaue Schrot. Louis! Oh mein Gott. Ja, von unten kam einer. Der schießt auf mein Dach hoch. Da, nimm den. Ich hab den. Oben im Haus schießt auch einer auf mich. Oben im Haus? Ey, wenn ich runterfall, sterb ich? Nein. Ah, das Haus hinter dir, das 3. sozusagen. Ja, okay, komm mal runter. Ne? Ja, komm runtergesprungen, ich beleb dich. Oh mein Gott. Es fängt schon wieder so intensiv an. Ich hab dich wieder am letzten Moment gerettet, ne? Ich kann nichts dafür. Ich habe oben gekämpft mit einer neben mir. Axt gegen Axt. Und auf einmal kam so ein Hier, Zucker warte. Bleib stehen. Hier. Bleib stehen. Absetzen. Und gönn dir. Ehrenmann. Hättest du mir auch eine Waffe geben können, du Boss? Ja, könnte ich auch noch geben, warte. Ich werfe ein paar Granaten rüber, dann kannst du hier noch meine Pistole haben. Hier nimm meine Pistole auch. Da drüben liegt noch eine grüne Schrot. Jo, warte, ich muss aber erstmal mich verbinden. Oh Gott, ich töte den. Da ist einer in der Ecke. Den hab ich. Attackieren den Loot. Oh Gott. Wo ist denn sein Kollegchen jetzt? Ich glaube, der ist noch oben drin. Hast du. Du bist wieder bei 75, ne? Ja. Ja, okay, dann attackieren. Ich hab auch noch eine Bandage. Ja, dann attackieren wir jetzt. Ja, ich hab auch noch 6 Stück. Hier oben ist keiner mehr. Hier unten ist auch keiner mehr. Oh, die nehme ich. Das ist mein Lieblings... Nein, nicht die. Das ist meine Lieblingswaffe. Die grüne Schrot ist für den Arsch. Die Pistole ist auch für den Arsch. Okay. In meinem Haus ist halt auch die Kiste, glaube ich. Ja, die habe ich auch gehört. Ich habe in meinem Haus auch noch nicht alles abgelootet gehabt, aber wir gehen jetzt erstmal die Kiste holen, würde ich sagen. Jo, wir gehen hier durch, ne? Oder wollen wir uns hochbauen? Mal eine aufbauen. Ja. Oh, hier liegt für mich eine Waffe. Können dir. Oh, 40 Schuss, endlich. Also hier ist eine Kiste. Wo gehst du hier rein? Durch die Tür und so? Ja, die Kiste, die hätte ich eigentlich am Anfang genommen. Das ist immer mein Anfangsloot. Da drin liegt noch eine 3-Schusswaffe. Wenn du die haben willst. Hier oben ist noch was. Da ist auch noch eine 3-Schusswaffe. Ich hab 2 3-Schusswaffen jetzt auf Tasche. Warte, lass mich das mal machen. Auf Bälisch. Ich muss lernen. Warum? Ja, egal. Schaffe ich das? Nee. Jo. Hier ist keine Kiste. Ey. Och, scheiße. Hier unten ist noch eine Munitionskiste. Ja, nimm du ruhig, ist okay. So, dann würde ich sagen, dass man. Ja, ich auch übel. Ich bin gerade so richtig im Modus. Meine Augen sind noch so richtig offen, Alter. ja, bei mir auch. In meinem Haus habe ich noch nicht alles abgelootet. Wir haben mal überlebt hier. Das war bis jetzt nicht immer der Fall, ne? Bei unseren Aufnahmen. Ja, Mann. Lustigerweise sterben wir auch immer nur in den Aufnahmen so früh. Und wenn wir nicht in den Aufnahmen sind. Ne, hier habe ich alles. Nur hier unten lasse ich noch nicht. Okay. Hier liegt. Das ist doof, aber wir was mitnehmen, falls wir uns reinsetzen zwischendurch. Guck mal, warte, hier war ich auch noch nicht. Hier bei dem Strom was. Ja, da war ich. Ja. Jo, hier liegt aber nichts mehr. Ah doch. Ja, ne.
Schrotmoni. Hätten wir eben einfach nur einen einzelnen Schildtank gehabt, hätten wir das überlebt, ne? Zu meinem Kanal, die Aufnahme. Ja, Mann. Okay, jetzt haben wir wirklich alles abgelootet. Warte, das LKW noch nicht. Das LKW? Das LKW. Ische. Ne? Hier steht im Halteverbot. Metall kann man nie genug haben. Und gib ihm. Metall kann man nie genug haben, hab ich gesagt. Achso. Also ich habe jetzt zwei normale Waffen. Das einzige Gute, was ich habe, ist in grün und das ist ein einziger Schuss für eine Schrotflinte. Ja, hier nimm. Die hier. Ehrenmann. Was soll ich denn weg von Revolver? Brauche ich eh nicht. Ja, Revolver ist manchmal stark, aber da. Ey, weißt du was? Was denn? Guck mal auf die Karte. Wir bauen uns hier jetzt die Basis. Wohin rennst du? Ja, ich will. Guck mal, ja, die Karte. Ja, ich weiß, aber wir müssen weiter uplooten noch. Da hinten ist noch. Ja, okay, das Gebäude da will ich noch haben. Weil wir sind genau. Da könnte die Zone sein, bei uns genau. Ja, ja, wir bauen uns da gleich übel ein. Ich will nur erstmal hier, falls hier noch eine Kiste drin ist. Du weißt nie, vielleicht ist da das GH drin. Ja, ich brauche auch was. Noch. Also, oh, hier ist ein Trank, hier ist ein Trank. Okay, den gönne ich mir schon mal. Gönn dir. Hier ist noch eine Pistole. Boah, Junge, eigentlich ist es schon wieder. Ist ein stabiler Anfang. Ja, hier ist. Ich höre. Meine, ich will die. Ja, die kannst du haben. Ich baue das nur für dich ab, Junge. Welche Richtung? Egal. Yo, das war jetzt aber. War das jetzt wirklich nötig? War das jetzt wirklich nötig, hier die Treppe so zu bauen? Ja. Ich wollte mal zeigen, was ich kann. Ja, gar nichts. Oh ja, Digga, gönn dir. Die blaue. Yo. Gönn dir den Trank auch, dann bist du da bei 100% Leben. Yo. 76, traurig. Nein, das lädt sich auf. Das, guck mal, das lädt sich auf. Ich weiß. Boah, ich hab eine blaue Sniper M16. Ja, du wolltest nicht hingehen, du wolltest dich direkt einbauen. Super. Du Bastard, Junge. Okay. Ey, ich hör Schüsse. Oder was war das? Nee, ich hör keine Schüsse. Ja. Okay. Wir bauen uns jetzt hier ein, Alter. Warte, den Stein nehme ich noch mit. Bau du den Baum ab? Ja, Natur. Dann kriegst du Hate auf deinem Kanal. Egal. Scheiß auf Natur. Ich weiß nicht. Ich brauch das Holz. So, den Stein da unten gönne ich mir auch noch. Ich mach die Containerreihe. Nein, die brauchen wir nicht. Da drin ist genug Metall, was du dir jetzt abbauen kannst. Ich mach einen Container. Ja, komm. Der hat mich böse angeguckt. Oh, komm bitte rein, wenn du jetzt wieder stirbst, weil ich drin bin und du draußen chillst. Ey, da ist jemand. Hilfe. Ja, halt's Maul jetzt, Alter. Spaß. Ja, siehst du, Go, das wusste ich. Ich wusste, dass du mich verarschen willst. Ich bin einfach. Ja, ich weiß. Ich stand hier einfach so richtig entspannt drin, Alter. Bau hier einfach alles ab, was du siehst. Die Treppe bauen. Ne, Treppe noch nicht, die bauen wir gleich erst ab. Oh, warte, ist noch nicht. Alles, was du siehst. Aber die Treppe nicht. Ja, Junge, die Treppe ist. Noch ist die Treppe wertvoll. So, jetzt kannst du die Treppe abbauen. Aber nur bitte nur, wenn du drin bist. Okay, dann baue ich die Treppe ab. Ich hoffe. Ich habe irgendeinen Piepton gehört. Ja, nein, das ist, wenn die Zone kleiner wird. 10 Sekunden davor. Ja, ihr müsst wissen, ich spiele nur ohne Ton, deswegen kenne ich die ganzen Töne noch nicht. Digga, es ist. 33 Leute leben noch, das ist stabil. Das hier machen wir noch. Warst du noch nicht mal einen Kill? Ich hab zwei. Ja, für den. Irgendjemand hat die Wand fast kaputt. Für den Anfang können wir uns hier noch zubauen, aber wir müssen gleich weiter. Ich baue die Treppe hier ab. Ja, okay, stimmt. Ja, aber. Zwei Minuten. Ja, aber die kommen hier lang gerannt. Dann kannst du die kommen, kannst du dann locker abschießen. Wir müssen jetzt nicht Metall und sowas verschwenden, aber wir können Holz. Ich hab nämlich. Holz kriegst du so schnell. Okay. Soll ich Holz irgendwo hinbauen? Ne, wir bauen die Schrägen hier ab und dann bauen wir da eine Holzwand hin. Jo. So, einfach. Hast schon gebaut, okay. Dann bauen wir hier und hier und hier und hier bauen wir noch alles zu. Boah, Digga, das ist stabil gerade. Das ist wirklich stabil, die Runde gerade. Du hast ja einfach schon überall Holz hingebaut. Digga, ich baue diese Metallwand ab, auf einmal sehe ich eine Holzwand. Ich denke mir, hä, Digga, was geht ab? Ich will bauen lernen, hab ich schon gesagt. So. Und ein Dach, damit Granaten. Oh, aus Stein, egal. Guck mal, jetzt können wir sogar auf das Vordach hier wieder drauf. Ich habe ein Dach dran gebaut, ne? Dann können wir noch ein bisschen rumhüpfen. Easy. Also hätte ich das Sniper, wäre ich glücklicher.
Guck mal, jetzt habe ich auch noch ein Dach gebaut. Boah, wir sind der Dachdecker. Da ist einer bei, genau, 105. 105, der zieht 100. Auf mich. Zwei Leute sehe ich da. 105. Genau, jo, zwei. Ah, ich sehe sie da, ja, ich sehe sie. Jetzt ist die Frage. Der hat mich schon gesehen, der hat mich gerade angeguckt schon. Okay. Wir wollen erst looten und dann glaube ich. Dann, wir müssen jetzt die Taktik machen, so tun, als hätten wir die nicht gesehen. Stimmt. Einfach hier hinter den Baum stehen, weil wenn die kommen, hier rübergerannt kommen. Guck. So er kommt rübergerannt. Der eine zielt auf dich, Aber ich glaube, er sieht dich nicht. Ja. Ja, nee. Er sieht dich nicht. Der weiß, dass ich ihn gesehen habe. Ja, aber die rennen weg. Doch, der will. Der weiß, dass ich hier bin. Ja, der weiß, dass du hier bist, aber er weiß nicht, dass du ihn gesehen hast. Weil die rennen weg. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, sollen wir die gleich attackieren? Na, die wollen bestimmt in der Mitte irgendwo sterben oder in der Zone selber ja, was bauen die, da. Die, hätte ich den Sniper, würde ich den so jetzt geben, Alter, ne? Oh, der baut Sachen, die wollen sich da einbauen, ne? Ja, das sollen sie ruhig machen. Die fällen die Häuser. Die Häuser? Ja. Die Bäume. Gar nicht nachgedacht gerade. Aber das Metall hier gönne ich mir auch noch. Das ist auch noch was. Oh. Boah, halt eine richtige Metallverschwendung hier gerade. Die rennen weg. Guck mal, die sind ja schon ganz weit weg. NE, die bauen ja den ganzen Wald ab. Die wollen Holzfäller. Soll ich einen Schuss machen auf Schatten? Nein, bitte nicht. Dann sind wir sofort tot. Komm, wir rennen ihn jetzt hinterher. Sicher? Oder nicht? Ja, aber komm, wir können erstmal noch ein bisschen chillen. Eine Minute, zwei haben wir noch. Ja, lass ein bisschen chillen. Falls du mehr Leute. Ey, noch einer bei 105, genau den Weg, wo die eben auch waren. Noch? Ich sehe nur einen laufen. Ja, ich sehe ihn hinterm Haus, ja. Ich gehe auch hier hinter, sonst sieht er mich. Ja, guck, vielleicht. Ja, der guckt hin. Ne, der rennt weg. Der kommt. Ne, der rennt wieder weg, ja. Aber sein Kollege war da hinterm Haus gerade, glaube ich. Ich dachte, der wäre alleine. Ne, der rennt. Ja, vielleicht war der. Wo rennt der hin? Ah, nee, die sind zu zweit. Ja, die sind zu zweit. Okay, jetzt. Die Zone juckt ihn nicht. Ich guck mal hinter uns, hier ist gleich auf einmal einer von hinten. Ja, und dann sind wir wieder. Guck mal, wir sind voll offen von hinten, ne? Ja, das ist nicht schlimm. Ja, okay, dann ist es doch schlimm. Ey, warte, hör auf. Die sind hier wieder da an der Hütte. Digga, wir sind richtig sneaky gerade unterwegs hier, ne? Jo, Granate? Nein, die sind auf die Entfernung Granate und richtig lebensmüde. Der rennt unten, die wollen um die Zone. Alter, ey, warte, das sind zwei andere. Die attackieren sich. Da unten, guck mal, unten ist noch einer. Unten noch einer? Ja, Mann. Ey, wir sind voll geil hier. Digga, die sehen alle, ja. Digga, wir machen so sneaky jetzt. Digga, lassen die sich umbringen. Und dann gönnen wir uns den Loot. Jetzt. Ja. Boah, dreh dich nicht um, Digga. Geh runter, man könnte deinen Kopf sehen. Die Zone, ne? Digga, die ist so knapp an unserem Kopf, Alter. Guck mal, die freuen sich gerade. Oh, guck mal, die ist voll weit weg, die Zone. Oh, stimmt. Das heißt, wenn sie gleich dahin laufen, laufen wir hinterher und ficken den Nacken. Mhm. Guck mal, jetzt haben wir 1 Minute 20 Zeit, in der die Zone sich hier nicht bewegt. Das aber heißt, das reicht. Die sind schon weggerannt. Ne, komm, wir rennen jetzt auch langsam mal weg. Jo. Ich baue hier die Kacke wieder ab. Aber wir rennen nicht da lang, wo die sind. Wir rennen hier dann. Ach so, weil sie Loot liegen lassen haben, weil die voll waren. Da hinten ist noch einer auf 300. Auf 300 rennt auch noch einer. Der rennt alleine. 300. Den schnappen wir uns, komm. Falls der guten Loot hat, dann haben wir den. Boah, da hat sich ja noch einer. Oh, warte, da schießen sich gegen welche ab. Das stimmt. Ich habe Angst, dass in dem. Wir müssen ja auch. Hör auf mit Sprinten. Links war noch ein Sniper-Schuss. Ja, ich habe Angst, dass in dem Turm da links welche drin sind. Ey, guck mal, die ficken sich gerade richtig. Die können die so easy von hinten holen. Guck mal wieder. Ich höre nur diesen Granatenwerfer-Spam gerade. Oh, da hinten, guck mal. Sind Granaten in da oben. Da oben siehst du den? Auf dem Haus? 240. Ja. Und da unten ist der andere. Ja. Ey, hinter uns. Den einen habe ich geholt. Den auf dem Haus, den hole ich jetzt, warte. Ja, easy, perfekt. Die haben wir beide geholt. Wir werden von hinten gesniped. Ey, ich werde von rechts gesniped. Der ganze Loot fällt runter. Ich werde von rechts gesniped. Komm. Der ganze Loot ist runtergefallen, den holen wir uns. Digga, pass auf, da sniped jemand, ne? Von rechts. Ja, aber hier liegt der gute. Ey, wir haben nur noch 7 Sekunden, das schaffen wir gar nicht. Renn um dein Leben. Die Zone wird doch jetzt erst kleiner. Ja, hier ist der gute Loot, Digga. Die Zone ist doch direkt da, Junge. Renn um dein Leben. Oh mein Gott, jetzt nochmal, ey, so viel Loot. Louis. Die Zone ist auch hinter deinem Arsch, Digga. Die klebt dir so am Arsch, die Zone. Nicht so schlimm. Hier ist 50, hier dürfen schneller. Oh mein Gott, renn. Renn, ich bin down.
Die haben sich da oben. Hör mal auf! Die haben sich da oben so verbunkert, Alter. Hier ist eine Zone, siehst du das? Ich bin weg, ich bin weg. Ehrenloser Pitschko. Ich will noch sehen, wie die sterben, Alter. Ich will noch sehen. Wir sind Achter geworden, Digga. Stimmt, wir sind Achter geworden. Wir werden immer besser von Folge zu Folge. Ich will sehen, wie der stirbt. Ne? Ich will sehen, wie die Beine einfach abkratzen, ich Alter. Ich auch zu. Ja, Mann! Stirbt! Das ist, weil die killgeil sind und uns unbedingt uns haben wollen. Ja, ja. Das ist absolut dumm gewesen von denen. Niemals. Niemals. Ja, siehst du, hab ich schon gesagt. Idiot, Alter. Das ist so richtig dumm. Das ist so richtig ohne Logik einfach irgendwie. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, denkt auf jeden Fall dran. Gebt einen Daumen nach oben. Wird man euch loben. Checkt auf jeden Fall den Kanal von dem Lululululus ab. Schön. Wir haben einen neuen Rekord. Stimmt, Achter. Diesmal sind wir Achter geworden. Nächste Folge werden wir ein Safe Fünfter. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao.